Mein Name ist Norbert Metz. Ich bin Mitarbeiter des Landschaftspflegeverbandes Mittelfranken. Wir organisieren mit der Gemeinde Ehingen seit vielen Jahren diese bürgerschaftlichen Entbuschungsaktionen unter dem Motto Ein Tag für den Berg. Wir haben begonnen damit 1997 hier am Hesselberg-Nordhang in der Gemeinde Ehingen und haben es dann geschafft, auch die anderen Hesselberg-Gemeinden Röckingen, Gerolfingen und Wittelshofen von dieser Form der Landschaftspflege zu überzeugen. Und seit dieser Zeit gibt es jedes Jahr, jeden Herbst in diesen Gemeinden auf den Hutungsflächen diese bürgerschaftlichen Entbuschungsaktionen. Wir setzen damit eine Tradition fort, die bereits vor vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten zum Teil begonnen hat. Damals hieß es noch Disteln Dora stechen von den Rechtlergemeinschaften. Die mussten einmal im Jahr ihre Hutungen pflegen. Wir setzen diese Tradition unter dem neuen Motto Ein Tag für den Berg fort. Wir können die eingesetzten Geräte mit Mitteln der Regierung von Mittelfranken honorieren, aber die vielen Menschen und auch viele Gruppen, die sich an diesen Sachen, an diesen Entbuschungsaktionen beteiligen, arbeiten ehrenamtlich und tun das seit 1997. Jedes Jahr einen Tag für den Berg. Wir freuen uns, dass seit vielen, vielen Jahren eine Delegation des Alpenvereins Sektion Bichhofen sich an dieser Aktion beteiligt. Eine Beteiligte haben wir hier. Warum kommt ihr jedes Jahr in so reicher Zahl und helft uns? Ja, wir als Sektion Hesselberg Bichhofen, wir nutzen den Berg. Zum Skifahren haben wir auch unsere Sektionshütte und für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, da wir den Berg nutzen und wir wollen den Berg erhalten, damit er eben so schön bleibt, wie er ist. Seit ein paar Jahren haben wir auch eine ganz tolle Unterstützung vom Rothaarig-Club Dinkelspiel Feuchtwein. Auch die sind heuer wieder mit einer größeren Delegation hier und helfen uns in der Erhaltung des Hesselberges. Ich frage den Herrn Söder. Herr Söder, warum kommt der Rotary-Club zu uns? Ja, für den Rotary-Club ist es wichtig, dass wir uns für die Region und für die Menschen hier engagieren. Diese Aktion hier am Hesselberg, die Entbuschung, die finden wir ganz toll und wir sind gerne dabei. Es ist auch immer ein tolles Erlebnis, hier in der Gruppe mit all den Menschen zusammen so viel zu schaffen. Das ist man geht dann hinterher mit einem ganz tollen Gefühl nach Hause. Deswegen sind wir jedes Jahr dabei. Ja, diese Entbuschungsaktion findet ja auf dem Ehingen, auf dem Hesselberg-Nordhang statt, Teil der Gemeinde Ehingen. Und deswegen die Frage an den Bürgermeister Friedrich Steinacker: Wie sieht denn die Gemeinde diese Entbuschungsaktionen, die wir seit vielen, vielen Jahren hier machen? Ja, die Gemeinde Ehingen hat natürlich ureigenes Interesse daran, dass der Hesselberg erhalten wird. Und dazu gehört natürlich auch ein Stück weit eine Pflege. Wenn man das nicht machen würde, würde der Hesselberg sein Gesicht ändern, das heißt, er würde zuwachsen. Und zum einen sind wir Grundbesitzer, uns gehört fast der ganze Nordhang des Hesselberges als Magerrasen, teilweise auch der Wald, als Niederwald, besondere Bewirtschaftungsform, aber insbesondere der Schutz des Magerrasen. Das sind wir verantwortlich als Grundeigentümer, sind auch verpflichtet im Rahmen der Landschaftsschutzverordnung, die ja hier auch greift, das auch so zu halten und möchten das natürlich auch gerne tun, den Hesselberg in seiner jetzigen Form zu erhalten, auch den Magerrasen mit seinen entsprechenden Pflanzen und auch Tieren. Das ist ganz wichtig und so freut es mich, dass wir schon über 20 Jahre natürlich hier die Entbuschung durchführen können. Heute bin ich auch sehr beeindruckt, dass so viele Helfer von den unterschiedlichen Gruppen auch da sind, von den Gleitschirmpflegern, vom Alpenverein Hesselberg, von Rotary Club, viele Ehinger, Mitbürger und auch darüber hinaus Interessierte sind heute da. Also eine große Aktion, viele Hände, sagt man, machen ein schnelles Ende. Und wir haben in den 20 Jahren auch den Hesselberg schon so weit erhalten, dass jetzt natürlich hauptsächlich Pflegemaßnahmen im kleineren Umfang vonnöten sind und die wir natürlich dann immer weiter verfolgen wollen, weil man muss hier auf jeden Fall dranbleiben. Ebenfalls beteiligt seit vielen Jahren eine Abteilung oder eine Gruppe der Gleitschirmflieger vom Gleitschirmfliegerclub Hesselberg. Auch da die Frage, warum kommen die Gleitschirmflieger zu so einer Aktion? Ihr könnt doch auch fliegen hier. Ich stelle mir kurz vor, ich bin der Vorstand für die Hesselberg-Flieger und für uns ist es einfach ein Muss und wir wollen dabei sein, wir wollen einfach hier den Berg benutzen und wollen gleichzeitig auch was tun, dass der erhalten wird, dass die Natur erhalten wird
und dass wir weiterhin Freude daran haben. Seit 1976 gibt es jetzt die Drachenflieger, sprich die Gleitschirmflieger, den Verein. Und wir sind mit den Gemeinden immer gut ausgekommen und wollen das natürlich auch weiterhin. Und wir freuen uns jedes Mal auf die Aktion.